haben uns heute für eine Reportage in der Niederrhein-Edition mit Jörg Schiep verabredet, dem Digitalexperten der ARD. Vor 56 Jahren wurde er in Osnabrück geboren und nur ein Jahr später war er schon Niederrheiner. Seine Eltern sind mit ihm damals nach Mönchengladbach Reit gezogen. Dort hat er im Turnverein das Fechten gelernt und war später auch selber einige Zeit Fechttrainer. Am neusprachlichen Gymnasium Mönchengladbach hat er dann sein Abi gemacht. Und er hat sich diese Schule übrigens ganz bewusst ausgesucht, weil es dort eine Computer-AG gab. Nach dem Abi wollte er eigentlich Informatik studieren, aber vorher unbedingt praktische Erfahrungen sammeln. Deshalb hat Jörg Schiep bei Data Becker in Düsseldorf eine Ausbildung zum kaufmännischen Programmierer gemacht und erste Artikel für die Hauszeitung geschrieben. Und dabei merkte er, dass er komplizierte Computerthemen allgemein verständlich erklären konnte. Das haben bald auch andere gemerkt und Jörg Schieps Karriere war besiegelt. Heute ist er Digitalexperte auf allen Kanälen unterwegs. Er ist Bestsellerautor und Kolumnist, kritischer Fernsehmoderator und Hörfunkjournalist, Fachredner und Mahner in stürmischen digitalen Zeiten, aber eben auch Niederrheiner. Herzlich willkommen, Jörg Schiep. Ja, und deshalb möchten wir natürlich wissen, was ist für Sie typisch Niederrheinisch? Also da fällt mir eins immer auf und sofort ein, das ist das Biertrinken. Also da gibt es ja zwei Lager, die einen trinken Kölsch, die anderen trinken Alt. Also die Düsseldorfer natürlich Alt, das habe ich gelernt. Und wenn die in Köln sind, ist das für die Folter. Die wollen irgendwo ein Alt kriegen, bekommen aber keins. Und umgedreht ist es dasselbe. Kölner Gäste, die in Düsseldorf was bekommen wollen, die wollen natürlich ein Kölsch, aber da werden sie scheel angeguckt. Na, scheel ist ja auch so ein kölscher Begriff. Ne? Ich kann es gar nicht nachvollziehen, ich bin kein Biertrinker, aber es scheint wohl super wichtig zu sein. Und was sollte man unbedingt mal am Niederrhein gemacht haben? Also es gibt so vieles, was man machen kann, aber vor allem die Natur finde ich wunderbar. Spazieren oder Fahrradfahren durch die Niederrheinebenen sind immer wunderbar, bei jedem Wetter im Grunde genommen. Aber es gibt auch tolle Schlösser. Also in Mönchengladbach, wo ich groß geworden bin, Schloss Reit, Schloss Wickrath auch sehr schön. Oder in Düsseldorf, wo ich ja jetzt wohne, Schloss Benrath. Also nicht nur das Schloss ist beeindruckend, das Wasser davor, sondern es gibt auch einen wunderbaren Park, den man sich anschauen kann, wo man flanieren kann, setzen, gucken, rumlaufen. Und es ist relativ versteckt, weil es da so schön grün ist. Also das kann ich auf alle Fälle empfehlen. Und was ist Ihr ganz persönlicher Lieblingsplatz am Niederrhein? Ist gar nicht mal so sehr ein Platz, weil am Rhein entlang gibt es wahnsinnig viele schöne Plätze, aber ich fahre gerne Fahrrad und ich kann auf jeden Fall eine Strecke empfehlen. Zwischen Meerbusch, also Neuss, und Duisburg auf der Seite ist kaum Bebauung am Rhein. Da kann man wunderbar lang fahren und je nach Fitnessgrad dann beliebig lang fahren, ne, und dann irgendwann entscheiden, welche Brücke man nimmt. Oder sehr schön die Fähre zwischen Meerbusch und Kaiserswerth. Da kann man mit dem Fahrrad drauf und rüberfahren, dauert nur ein paar Minuten. Das ist ein bisschen Urlaubsfeeling eigentlich immer. Und auf der anderen Rheinseite dann wieder lang, da gibt es auch sehr viel Sandstrände. Das ist auch wieder fast Urlaubsfeeling. Da gibt es auch im Sommer immer sehr viele Menschen, die da grillen. Das ist sehr, sehr schön. Und dann nach Düsseldorf rein wird es ein bisschen voller. Da ist ja auch eine Promenade. Und dann wieder irgendeine Rheinseite zurückfahren. Schöner geht's nicht. Danke, Jörg Schiep. Danke auch. Ja, und wir geben jetzt mal bei Google ein, die schönsten Fahrradwege am Niederrhein. Tschüss zusammen.